Ich bin gerade mit dem Hund spazieren und denke über die Migrationskrise nach. Ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Ja, Deutschland ist vollumfänglich überfordert. Infrastrukturell und auch sicherheitsspezifisch. Nein, die Europäische Union kennt keine Solidarität in der Migrationsdebatte. Unsere Schengen-Vertragspartner machen ganz offensichtlich ihre Hausaufgaben nicht richtig. Und ja, wir wünschen uns alle eine gesamteuropäische Lösung, denn ein Problem wie diese Migrationskrise, die uns dauerhaft begleiten wird, kann man nun kollektiv lösen. Aber das Schutzversprechen an die eigene Bevölkerung hat Vorrang. Und deshalb braucht es nationale Kraftanstrengungen, deshalb braucht es Grenzkontrollen, und zwar konsequent und vollumfänglich, auch in der Frage der Zurückweisung. Wir müssen nicht nur wissen, wer in unser Land kommt, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass nicht jeder in unser Land kommt. Und dann müssen wir uns doch darüber unterhalten, wie wir die Infrastruktur so verändern können, dass wir eben nicht soziale Anreize schaffen für Binnenmigration. Kriminalität steht im Kausalzusammenhang mit dieser Migrationskrise. Terroristische Bedrohungslagen ebenso. Und genau deshalb braucht es unsere nationalen Kraftanstrengungen. Und genau deshalb ist es auch richtig. Deutschland muss sich nicht verstecken und vor allem muss Deutschland sich nicht rechtfertigen. Das System funktioniert nicht. Es muss reformiert werden. Und solange das der Fall ist, solange wir keine Einigkeit in der Europäischen Union haben, muss die Bundesrepublik Deutschland, wie gesagt, ihr Schutzversprechen erfüllen.